Kapitel 10 Der Weg der Rosen. Nachdem sie sich alleine durch die Gassen der Stadt gekämpft hat, in der das Kriegsrecht gilt, hat Amicia die Universität betreten. Sie nähert sich dem Sanguisi Itinera, dem geheimnisvollen Buch, das Hugo über die erste Schwelle einen wichtigen Schritt des Krankheitsprozesses helfen soll. Doch die Inquisition kommt ihr zuvor. Die Universität. Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Kleiner Moment. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Ich muss es ein bisschen lauter machen, weil es ist ein bisschen zu leise. Das ist immer das Problem, wenn man... Hä? Nicht hier? Halt. Das ist immer das Problem, wenn man das über externe Geräte aufnimmt. Es ist mal lauter und mal leiser. Ich hoffe, das passt jetzt. Probieren wir es mal so. So, gucken wir mal. Okay. Ist der Mauszeiger weg? Geh weg. So, ja. Okay, und dann sind wir jetzt nun in der Universität und wir schauen uns hier mal so ein bisschen um. Was gibt es hier zu entdecken? Ich hoffe mal keine Ratten, weil Ratten sind eklig und, ja, weisen mir unter Umständen in den Allerwertesten und das sollte ja nicht sein. Weil mein Arsch brauche ich noch ein bisschen. Zumindest zum Sitzen. Gut. Okay, schauen wir mal hier. Ich gehe erstmal nach hier hinten. Vielleicht liegt hier noch irgendwas zum Einsammeln. Hier ist auf jeden Fall eine Tür, die wir aufmachen können. Verschlossen. Oder auch nicht. In dem Fall ist sie verschlossen. Was aber nichts macht. Dann muss ich da zumindest nicht lang gehen. Was liegt hier wieder? Ein bisschen Pulver. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Pulver war, um ehrlich zu sein. Ich habe es auch vorher gar nicht gewusst, weil nirgendwo eine Beschreibung zu diesen Sammelsachen steht. Das ist immer so ein bisschen blöd. Okay, was haben wir... Es ist riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Okay, ich gehe nochmal zurück in den anderen Raum, um mal nachzuschauen, ob es da noch irgendwas gibt. Also hier hinten haben wir auch nochmal die Möglichkeit, lang zu gehen. Die ist bestimmt zu. Jo. Und die andere ist bestimmt auch zu, oder? Genau. Dachte ich es mir doch. Halt, hier liegt noch ein bisschen Gelöt rum. Und da auch. Ich glaube, das ist Wasser, ne? Ich weiß es aber gar nicht mehr. Gut, die Tür geht dann offenbar auch nicht auf. Hm. Schade, schade, Tomate. Hä? Okay, dann gehen wir doch mal hier in den großen Raum. Ich schätze mal, hier werden früher oder später auch noch ein paar Ratten auf uns drauf zukommen. Ich suche jetzt hier erstmal so ein bisschen das Gelände ab, ob es nicht noch irgendwas zum Einsammeln gibt. Man weiß ja nie. Einmal hier erstmal nicht und hier müssen wir auch nicht hin. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier nichts übersehe, wenn ich jetzt hier einfach mal so an der Seite so ein bisschen vorbei sneake. Da, die Banner. Blumen. Ja, das sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Oh, klingt schon mal gut. Ich hoffe mal, dass das Spiel laut genug ist. Muss ich gleich nochmal in den Einstellungen schauen. Wie viele Tage sind wir jetzt schon hier? Hab aufgehört zu zählen. Verdammt. Ich kann hier drin nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist es vorbei. Alles hat die Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Seit Tagen sind wir schon hier. Und jetzt kommt der Großinquisitor persönlich, um uns zu helfen. Das wird ein Spektakel. So, der ist dann weggegangen. Ich muss das mal wieder gucken, dass ich ihn nicht sterbe. Merkwürdig. Warte mal so ein bisschen auf die Lautstärke schielen, ob das auch passt. Aber ich mach's noch mal ein kleines Müh lauter. Nur so ein ganz klitzekleines Müh. Gucken wir mal, ob das jetzt passt. Das sind diese Explosiv-Dingens, ne? Wie gesagt, ich bin leider schon seit fast einem Monat raus aus dem Spiel. Deswegen sieht es mir ein bisschen nach, wenn ich nicht mehr alles weiß. Es tut mir echt leid. Hier noch irgendwas? Nee, ne? Ich glaube... Wenn hier nicht noch mehr Gegner sind, dann können wir den da vielleicht mal
Einschläfern. Ich muss gerade mal gucken, wie war das? Hier, Strontum. Ne, Somnum. Quatsch. Strontum. Was lese ich denn da? Oh, okay. Eliminiert Gegner. Den muss ich einschlafen lassen. Dann würde ich mich mal von hinten an den Kollegen heranwagen. Ich hoffe, dass jetzt hier keiner weiter ist. Hey, hier! Hey. Rührt euch nicht! Ich stand doch hinter ihm. Wie konnte er mich bemerken? Also mal ganz ehrlich, das war jetzt Quatsch. Das war wirklich großer Quatsch gewesen. Nur weil ich da... Ich habe keine Ahnung, warum er mich bemerkt hat. Ich weiß es wirklich nicht. Das war wirklich Quatsch. Hä? Verstehe es nicht. Verstehe es wirklich nicht. Oh, ist hier noch irgendwo was zu entdecken? Da ist noch was. Das können wir schieben. Und zwar, wo müssen wir das denn hinschieben? Ich schau gerade mal. Ja, wo geht's denn hier nach oben? Hier. Direkt hier gegenüber, ne? Direkt gegenüber. Ich glaube, ich kann hier auch rennen, weil meines Erachtens sonst keiner weiter da ist. Ansonsten gibt es hier auch nichts zum Aufsammeln. Das ist ärgerlich. Gut, das ist nun mal so, ne? Die Tür wird wahrscheinlich zu sein. Oh, von der anderen Seite verschlossen. So ein Ärger aber auch. Was gibt's hier? Gelöt. Und noch mehr gelöt. Okay. Hier ist nichts weiter, ne? Nein. Okay. Gut, dann schiebe ich mal die Karre darüber. Das sieht irgendwie aus wie, weiß ich nicht. Ein großes schiebbares Weinregal. Ist das, ne? So, wie war denn das nochmal? Wir müssen es darüber schieben, genau. Gott, ist die Karre schwer. So, perfekt. Und dann können wir da hochklettern. So. Ich hoffe mal, dass hier nichts weiterkommt. Keine Gegner oder sowas. Hier müssen wir dann wahrscheinlich durch diese Tür. Ich gucke, was man nachher hier hinten. Da ist eine Kiste, guck mal. Was ist denn da drin? In der Kiste sind Strick. Was ist das noch? Salpeter ist das, glaube ich, ne? Und Wasser. Ist das Wasser? Ich glaube, es ist Wasser, ne? Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Keine Ahnung. Gut, das hatten wir. Dann gehen wir mal hier durch. So, die Tür ist offen. Und Alchemist, habt ihr genug Bücher oder soll ich euch noch mehr beschaffen? Man kann nie genug Bücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Das ist alles nur heidnisches Zeug. Das Sanguinis Itinera ist ein heiliges Buch. Das darin enthaltene Wissen reicht zurück bis zum Anbeginn der Menschheit. Und dieses Wissen könnte uns alle retten. Sucht weiter und haltet Ausschau nach Büchern mit rotem... Das mit Buch, rotem das Sanguinis Itinera. Ich kann vielleicht nicht lesen. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Okay, wir müssen uns beeilen, das Sanguini Itinera oder wie auch immer es heißt, zu finden. Und dann müssen wir wahrscheinlich an den Typen da dran vorbei. Was natürlich etwas schwierig sein könnte. Ich hoffe mal, dass wir da irgendwie durchkommen. Natürlich müssen wir an den Typen vorbei. Kein Mikrofon vorhanden. Das ist aber schön, dass du mir das sagst. Das weiß ich selber. Doch, hier ist eins. Aber nicht mehr an der Plazy. Da ist keins mehr angeschlossen. Das ist richtig. Okay, hier ist jetzt schon mal ein Gegner. Ich glaube, an dem kommen wir vorbei. Wo sind wir denn hin? Nach der Links? Keine Ahnung. Da vorne ist, glaube ich, keiner mehr, ne? Nee. Das ist jetzt nur der eine Typ, der da die ganze Zeit hin und her dödelt. Oder muss ich da drüben zu der Tür? Na, das wäre es ja noch, ey. Heilige Makrele. Gut, wir versuchen mal unser Glück. Indem wir hier einfach mal rüber sneaken. Oh, oh. Da komme ich wahrscheinlich nicht raus. Ah.
würden Sie bitte, also ganz ehrlich, ich glaube, so wie er gerade über den Tisch drüber guckt, und so breit ist der Tisch nicht, kann man da bestimmt hintersehen. Man würde uns locker erkennen. Aber es ist nur ein Spiel und ich reg mich nicht darüber auf. So viel, so kleine Fehlerchen und sowas angeht. Das ist trotz alledem ein geniales Spiel. So, du haust mal wieder ab, du Lötlurch. Irgendwie vorbei. Wir können da noch was einsammeln. Frage ist, was? Bleibt er da? Bleibt er jetzt her? Bisschen Haut, Tierhaut. Bleibst du da stehen jetzt? Hier drinnen verschwinden. Wenigstens kommen die verfluchten Das sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Wo sind da Rosen? Da vorne? Keine Ahnung. Ich so, wo ist der Typ? Das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Ha, mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir. Die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Okay. Ich hoffe jetzt mal, die bleiben da stehen. Dass ich mich da vorbeischleichen kann. Ich gehe jetzt mal hier rüber. Da liegt nämlich noch was. Das habe ich natürlich von Weitem gesehen. Ich muss nicht die gewusst. Wachen loswerden, damit ich vorbei kann. Doch nicht da durch, oder? Ah, da sind sie ja. Oh. Wartige Ratten. Na los, haut schon ab. Verschwindet. Würdet ihr bitte geschmackstechnisch euch nach da drüben orientieren? Es ist nur eine Frage. Guck doch mal, da drüben sind doch Leckereien. Wollt ihr da nicht mal hin? Kann auch nicht weiter. Komm nicht weiter rum, ne? Nee. Okay, jetzt versuche ich die nochmal. So muss ich das machen, ne? Auch nicht? Ich hätte jetzt angenommen, dass ich sie so rumscheuchen kann. Okay, das muss ich nochmal überdenken. Da müssen wir nochmal damit ans Reißbrett. An die Kiste hier. Muss ich mich da aus irgendwie durchmogeln? Hier los? Ich weiß nicht richtig, wo du hin willst, ne? Okay. Ich meine, wir könnten die ja auch irgendwie ablenken. Irgendwas noch da hinten schmeißen. So ein Topf oder sowas, ne? Hast du was gehört? Sehen wir mal nach. Gut. Einen haben wir schon mal zermetzelt. Der andere läuft irgendwo da hinten rum. Dafür werdet ihr bezahlt. Ja, komm doch her. Kommst du nicht her, ne? Das ist keine Böcke. Nö, ich versteck mich nicht. Lass mal. Dann renn doch mal darüber. Warum rennt ihr da nicht hin? Habt ihr keine Böcke da drauf, oder? Okay, sie sind ihm gefolgt. Komm. Er ist nicht doof, ne? Hier!
verliert euch nicht vom Fleck! Unglaublich. Wo seid ihr? Da, ich stehe doch vor dir! Ich hab ein Problem. Da habt ihr euch also versteckt. Ich hab ein kleines Problem. Ich stehe doch vor dir, du Typ. Wo steckt der nur? Ist der ein bisschen doof? Wenn ich das Ding jetzt loslasse, bin ich im Arsch. Da seid ihr ja. Geht es nach. Das war klar, oder? Neustart von Kontrollpunkt. Ich hab mich. Keine Ahnung. Irgendwas hab ich jetzt verkehrt gemacht. Also den ersten habe ich schon mal sehr gut irgendwie weggemacht. Ich sag's dir. Das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir, die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. Da sind sie ja. Dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Na los, haut schon ab. Ach so. Verschwindet. Man kann ja, natürlich, man konnte ja dieses Zeug da hinwerfen. Wie hieß das doch gleich? Odoris? Genau. Odoris. Odoris, komm mal her. Was ist denn? Was ist denn? Noch ein Slot, der mich aufgepasst hat. Das hätte man gleich so machen können, das wäre einfacher gewesen. So. Die gute Doris hat mir geholfen. Jetzt nur die Preisfrage, wie werden die Rattenviecher da drüben los? So, ihr habt euch einen leckeren Snack verschafft, ja? Ja, macht mal. Macht mal weiter, Fressi. Oh, das Geräusch ist eklig. Das ist wirklich widerlich. Ah. Gut, aber ich habe diese Typen jetzt erstmal geräumt. Große Preisfrage. Komme ich an denen einfach? Uah. Nein. Das war doof. Das war ein bisschen doof. Ich sag's dir. Das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Ja, mach nur. Mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir, die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch, nicht. Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. So, einmal dem Typen da drüben vor den Pelz klatschen. So. Was? Was war das? Jemand greift uns ab. Pass, hier drüben. Ihr habt Glück. Das wird kein gutes Ende. Seid vernünftig. Kommt aus eurem Loch gekrochen. Gut. Dann halt so. Wenn es nicht anders geht, dann muss ich das halt so machen. Wo komme ich jetzt an denen da vorbei? Ich konnte ja hier noch irgendwie so eine Blitzbombe machen, ne? Hier. Starke Lichtquelle. Damit können wir die Ratten zumindest mal auf kurze Zeit von uns fernhalten. Müssen wir gar nicht. Ich habe mich einfach nur doof angestellt eben. Na gut. Dann halt so. Dieses Ding. Wird es am Ende alles bedecken? Was? Das da oder was? Weiß nicht. Hoffe doch mal nicht. Hier ist ziemlich dunkel. Da war was. Was ist das? Ein Fell. Ein schönes Fell. Nun gut. Hier ist sonst nichts weiter, ne? Okay, gehen wir mal hier durch. Natürlich ist das kaputt gegangen, wie immer. Alles, wo man so als Superheld oder Held oder was weiß ich auch immer, sei es ein Nathan Drake, sei es eine Lara Croft, sei es was weiß ich, wer nicht alles irgendwo durchläuft, schon geht alles zu Bruch. Es ist immer das Gleiche. Naja. Na los, beweg dich, Reed. Hier wartet Arbeit auf dich. Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen.
Bettler? Ein Gefangener. Tja, vielleicht öffnen Sie ja endlich diese Tür. Ich komme nicht vorbei. Zu viele Wachen. Definitiv. Definitiv zu viele Wachen. Da ist ja noch einer. Komme ich an dem wenigstens vorbei? Wie haben die Ratten das nur geschafft? Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Hallo. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Dann lurk mal. Beim Eskalieren. Was macht sie denn, die Kleine? Wiefern äußert sich denn das Eskalieren? Macht sie Party? Mal gerade. Dann machen. Okay. Hallo. Ich habe einen Stecker rausgezogen. Ich bin ein Held. Na gut, dann mache ich mir keinen Lüfter an. Was ist es? Was war das? Ich sehe mal nach. Ist nix. Ach, Kacke. Geh doch weg. Hier, Eindringlinge! Nein, 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 nein. Lauf, 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 lauf. Kommt doch eh nicht mehr zurück. Ich bin jetzt kaputt. Ach, scheiße. Ja, das war doof. Das war doof. Ich weiß. Denn sonst an dem vorbeikommen. Wir haben die Ratten das nur geschafft. Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde. Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Okay. Komme ich an dem hier vorbei? Ah, hier könnte man was draufschmeißen. Ja, gut. Gut, probieren wir das doch mal, einen Stein da drauf zu schmeißen. Dann im gleichen Atemzug da hinten vorbeizugehen. Wir brauchen einen Stein. So. Ich dachte, ich habe was gehört. Jetzt komme gleich wieder. Nein. Pass auf dich auf. Alles gut, da war nichts. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Hier ist nichts. Beruhigt euch wieder. Echt mal. Verstanden. Wie dich. Oh. Das war knapp. Beinahe hätten sie mich gesehen. Aber nur beinahe. Oh, was gibt's denn hier? Lecker Schweinehälfte. Nom, 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 nom. Gerne mit. Gerne mit. Okay. Oh, einmal drehen. Welchen Effekt soll ich das jetzt drehen? Was bringt das? Weiß es noch nicht. Gucken wir mal. Das Rattengetier hier. Nö, 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 nö. Lass das mal rein, ne? Ich muss die Ratten irgendwie aus dem Raum locken. Mhm. Natürlich. Wer ist damit? Dem das vom Pelz schmeißen oder dem? Ich schmeiß es dem vom Helm. Das war eine gute Idee. So, jetzt machen wir das Ding wieder zu. So, dann kommen sie nämlich nicht rein. Warum bobotten das jetzt noch? Hier noch mehr Gegner. Oh, da war noch was. Ja. Okay, gehen wir wieder auf Tauchposition. Auf damit. Ich habe lange keine Rosen mehr gesehen. Hoffentlich bin ich nicht falsch abgebogen. So lange war das nun auch wieder nicht. Das waren jetzt zwei Räume. Meine ich. So, was gibt's hier? Tierfell und... das andere Zeug. Ich hab keine Ahnung. Irgendwas Brauchbares? Oder hier? Oh, hier können wir wieder was zusammenbasteln. Guck ich gleich. Ich nehme erstmal hier das Zeug mit.
Ja, es ist ziemlich dunkel gerade. Ich sehe nix. Das können wir dann mitnehmen, wenn ich mir nochmal so ein Teil hier zusammen bastel. Oder mehrere. Passt alles in meine Tasche. Hab ich kein Problem mit. Ja, mag ich. Auf jeden Fall. Klar. Aber ich bleib nicht so lange. Das sage ich gleich dazu. Also bis ungefähr um 10 maximal. So, Behälter oder Werkzeuge? Igniheuer Munition lenkt Gegner in der Nähe ab. Oder den Behälter. Verlängert die Wirkungsdauer von Odorius. Ich nehme mal das hier. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ja, hab ich gut gemacht. Ich weiß. Danke, danke. Ja, zum Glück, ne? Scheint gerade die Sonne wie nichts anderes. Dann ist eigentlich was anderes angesagt. Juhu! Was tut ihr? Habt ihr den Blut abgezapft oder was? Ekelhaft. Hallo. Eine Neuigkeit. Über unseren jungen Ygote Ruhm. Senior Nicholas ist weiterhin auf also, gibt es nur einen, der uns helfen kann, das Buch zu finden? Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade Abschaum wie euch fernzuhalten. Ich bin Großinquisitor Vitalis Benevent. So Vitalis ist er nicht mehr. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sieh, was ich ertrage. Für dich. Das Episongus. Komm jetzt bitte nicht hier mit irgendwie. Wie heißt du, Junge? Bitte keine irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten. Rodrik. Das muss jetzt nicht sein. Rodrik soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Begeht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Schafft ihn fort. Ah, weg damit. Schnell, ich darf sie nicht verlieren. Jo. Wenn der Großinquisitor davon redet, deinen Nächsten zu retten, kannst du einfach nicht den Mund halten, was? So, okay. Ja. Probierst du gerade alles, was da im Titel steht? Das ist sehr schön. Sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Vielleicht kommt da noch jemand. Ja, ich weiß. So. Okay, was gibt's hier? Hier gibt's jede Menge böse, üble Schergen, die wir irgendwie jetzt umgehen müssen. Ich gucke jetzt mal nach hier hinten. Ja, ich weiß nicht, wo hier überall Loot rumliegt, was wir irgendwie gebrauchen können. Keine Ahnung. Was haben wir denn eigentlich? 18 Uhr. Ja, ein Stündchen machen wir noch. Stündchen anderthalb vielleicht. Irgendwas in dem Dreh. Mal schauen. So, hier hinten ist nichts weiter. Hier gibt's Seil. So, der ist da drüben beschäftigt. Und dann waren hier drinnen noch welche, ne? Oh, ich hoffe mal, die sehen uns nicht, wenn ich jetzt hier vorbei sneak. Gut, tun sie nicht. Dann ist ja schön. Was war das? Hat sich da etwas Wer bist du? Machen! Zeit für ein letztes Gebet.
Ja, komm, gib mir einen. Das war natürlich jetzt blöd. Ich habe nicht den Typen da gesehen. Ich hab den anderen habe ich gesehen, aber den habe ich nicht gesehen. Ich muss mich noch mal ein bisschen umgucken. Wollen wir jetzt gleich noch mal die Cutscene? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Okay. Dann gehen wir noch mal nach unten. Es wird gerade so. Sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Blöde Sonne gerade hier rein. Scheint den ganzen Tag nicht einmal die Sonne geschienen, ne? Und jetzt auf einmal brüllt die hier los. Ich glaube, ich muss einfach nur noch da drüben, ne? Ich hoffe es mal. Ich kann ja mal hier noch zwischen den Tischen. Den da habe ich echt nicht gesehen vorhin, ne? Ah, unfassbar. Blöd. Oh, da vorne liegt noch was. Dahin. Okay, wir müssen nicht nach da drüben, wir müssen nicht nach irgendwo da oben. Machen wir nochmal das Seil. Oder müssen wir nach da oben? Sieht nicht so aus. Nö, da muss ich jetzt einfach nur hier rein. Denke ich mal. Er hat also die Tür gebaut. Ja, und er wird sie öffnen. Mit dem Buch und dem kleinen Deron kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Dann werden wir von der Pest erlöst sein. Ad Ignem. Ad Lucem. Ich kann leider nicht über die andere Ach, jetzt geht's. Schön gesagt. Bewegung. Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark, aber glaub mal. Ist noch irgendwo hin? Nein, ne? Müssen wir uns hier hinten so bisschen lang schleichen. Das sieht aus wie so ein Gerichtssaal oder irgendwie sowas, ne? Oder irgendwie sowas. Weiß gar nicht, was das hier sein soll. Oder es ist ein Vorlesungssaal. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Wir sind ja immerhin an der Universität, ne? Eine Unität. Mhm. Oder ist irgendein Saal auf jeden Fall. Ja, erkennst du sie? Erinnert sie dich an deinen Vater? Gott. Nein. So läuft das Spielchen also. Das ist ein fetter Typ. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir den noch irgendwie früher oder später plätten müssen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe da keine Böcke drauf. Oh, verdammt. An die Arbeit! Wir haben den Boden ruiniert. Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Ja, ich weiß es nicht. Irgendwo einen Weg? Keine Ahnung. Ich werde mich mal hier hinten lang schleichen. Was ist das? Keine Ahnung. Euch. Komm schon, Beeilung! Wir brauchen dieses Buch. Ja, echt mal. Ich will das auch haben. Da vorne liegt noch was, das sehe ich gerade. Da ist so ein kleines Fläschchen. Wo könnte hier... Ah, da ist es. Stein. Komm nicht weiter nach oben. Doch jetzt. Sehr gut. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alle. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Ab weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Oh, das war knapp. Heiße Nummer hier! Brennt hier ich ganz schön. Es fast. Wo ist der Typ? Oh Mann! Nein! Zu spät! Verdammt! Ah, das ist immer ein bisschen schwierig, das. Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Ja, es gibt einen Weg. Hat man ja gerade. Darauf warte ich schon.
Tagen. Echt mal. Immer ins Gesicht, nein. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Los, mach eine hin. Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Das ist doch keine Tür. Weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter. Ich halte sie auf. Eine sehr große Hilfe. Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter. Ich halte sie auf. Au, heiß. Ich will dich ja nicht drängeln, aber sie kommen. Und anscheinend ist ein Feuer ausgebrochen. Ich hab es fast. Wie ist nachladen? Ich hab doch geworfen. Hä? Hanna, ich soll dir sagen, du sollst nicht immer so viel auf dem Handy schauen. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Bitte. Was war das für... Oh. Mann, der dritte, der ist immer so ein bisschen schwierig. Was? Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Die nicht immer so in die Kurve laufen würden, die Typen, ne? Ich hab es fast. Ja, fast. Komm mal das Ding auf. Komm schon. Ich hab's. Los, schnell. Sie haben Alarm geschlagen. Wir kommen hier nicht weg. Kurzer Tonaussetzer. Los, schnell weg hier. Nein, 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 nein. Ich bleib nicht stehen. Auf keinen. Hey! Weißt du, wo wir hin müssen? Nicht nachdenken! Lauf! Eine Sackgasse und wir sind erledigt! Achso, R2 war Rennen. Ich hab die ganze Zeit überlegt, was war Rennen. Wir müssen uns verstecken! Nein, wir müssen sie irgendwie aufhalten. Ja, loswerden vielleicht. Tür zu. Gute Idee. Wird das reichen? Es muss. Weiß man nicht. Also gut. Oh, Zeug. Wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Mach sofort auf! Nein. Podrick, ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten, bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben und ich sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Ja, toll. Da gibt es massenweise Bücher. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es in der Universität massenweise Bücher gibt. Das hätte niemand ahnen können. Niemand. Ja. Wow. Noch cool. Eine Bibliothek. Bibliothek unter der Bibliothek? Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinera hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einband hat. Sieh mal. Da oben. Rosen. Das muss es sein. Ich muss da hoch. Wir müssen da hoch. Okay. Wie kommen wir jetzt da hoch? Hier ist kaputt. Da kommen wir nicht hoch. Hier auf der Seite kommen wir nicht hoch. Irgendwo da hoch. Da irgendwo. Da vielleicht? Das sieht gut aus hier. Zu hoch. Ich brauche etwas zum Hochklettern. Wie wär's mit seiner helfenden Hand? Nein? Schade. Kannst du mir zur Hand gehen? Schon gut, schon gut. Gucken wir mal, was passiert hier? Interessant. Die Regale bilden einen Weg. Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiel. Ach da. Ja, man muss natürlich auch Kannst sehen, wo bitte was mit passiert. Hand anlegen? Ne? Mach ich. Echt mal, leg mal Hand an. Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Ja, probier mal Podrick? Den. Ist recht. da ist eine Kiste.
Le Kiste. Schnell, schnell, schnell. Da muss ich von der anderen Seite. Ich hätte doch locker in den Spalt reingepasst, um sich da dahinter zu kommen. Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na ja, gut. Ja. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Weit ich bin, Kapitel 10 von 17, meine ich. Oder 15. 15 oder 17. Also wir haben ein bisschen mehr als die Hälfte schon. So. Perfekt. Muss ich gerade mal hier in den Spalt reinschauen. Was gibt es denn hier Schönes? Igitt, das lasse ich lieber, wo es ist. Ist das ein... Weiß ich nicht. Wie heißt denn das? Nachttopf oder was? Warum hat sie gerade Igitt gesagt? Ich weiß es nicht. So, wir konnten auch unterwegs craften. Wie ging das? Touchpad? Ja. Kann ich aber nicht. Mir fehlt noch irgendwas. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen dieses... Knallboom-Peng-Zeug. Weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich kletter auf jeden Fall aus mir hoch. So. Okay. Schön. Übrigens, ich heiße Amicia. Und du bist Rodrik, oder? Du weißt eine ganze Menge, Amicia. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Mönche oder sowas. Sie redeten nicht viel. Mein Vater hat sie konstruiert. Er war der Meister. Ich war bloß der Lehrling. Aha, okay. Mönche, die das Sanguinis Itinera bewachen. So, komme ich jetzt hier drüben hoch? Ja, ne? Sieht gut aus. Einmal da. Okay, du Lötlor, ich mach mal das Ding runter. Wart jetzt! Hört sich gut an. Hier passiert was, das ist sehr gut. Und noch einmal. Ups. Geh da durch. Okay, jetzt kannst du wieder loslassen. Halt! So. Irgendwas zum Sammeln? Nö, ne? Es ist viel zu still. Wo sind die jetzt? Ja. Es ist viel zu still. Wo sind die jetzt? Komm schon, runter damit. Das ist eine gute Idee. Du musst da weg, Amicia. Wie soll ich denn das machen? Oh, jetzt sag mir nicht, dass ich da die Kiste drunter schieben muss. Wahrscheinlich, ne? Okay, schieben wir mal eine Kiste. Eine ruhige Kiste. Kann ich hier runterfallen einfach so? Ohne dass ich sterbe? Ah. Okay, dann schieben wir mal die Kiste dahin. So. Komm schon, beweg dich! Na los doch! Soll ich... Nein, mein Bruder. Ich bin es ihm schuldig. Für all die Male, als ich nicht für ihn da war. Ja, aber mit einem gebrochenen Arm wirst du das Buch wohl kaum zurückbringen können. Das glaube ich kaum. Was ist an deinem gebrochenen Arm so schlimm? Eigentlich alles. Doofe Frage, ich weiß. So ein gebrochener Arm ist nicht gerade geil. Ich habe zwar noch keinen gehabt und ich glaube, auf Holz. Ich will hoffen, dass es nicht passiert. So, rein damit. Okay. Wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Hä? Also gut, bringen wir es hinter uns. Wie, wenn das keine Liebe ist zu der Kiste oder wie? Ich liebe doch keine Kiste. Was soll denn das jetzt? Das ist ein Heini. Lieber Arm dran als Bein ab, genau. Was? ja. Okay. Dreh mal bitte. Kistenliebe oder Liebe aus der Kiste? Wer weiß. Nein, nein! Sofort. Kistenliebe. Ich glaube, wir haben das Problem hier schon mal gelöst. Das sieht gut aus. Da können wir drüber klettern. Ups. War ja gar nicht so schwer. Ein bisschen fummelig, aber gar nicht so schwer. Gut so. Fast geschafft. Jo. Wir sind schon zu lange hier. Mach keinen Stress, Meister. Was ist das denn? Ach du grüne Neune. Ein Baum. Mit irgendwelchen
Zeichen drauf. Ich hab's. Ich kann's einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Oh nein. Ach du schöne Scheiße. Es wird Zeit zu gehen. Ich kenne dich. Ich dich nicht. Amicia de Hoon. Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit. Und dachten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Ich könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Nein, wir haben keine Chance. Kleine Närrin, was willst du denn mit dem Buch erreichen? Meinen Bruder retten! Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Ja. Schnell, hier entlang. Wachen. Oh, Kacke. Sehen. Doch eurem Blut entkommt ihr nicht. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Gut. Item over here. Okay. Ich hoffe mal, wir sind unsere Verfolger losgeworden. Ist nur Wasser. Na gut, dann. Ich hoffe mal, dass sie uns jetzt nicht auf absehbare Zeit gleich verfolgen. Wenn wir uns mal hier umgucken. Guck mich gerne um. Man muss ja auch irgendwie mal die Gegend erkunden, ne? So viel Zeit muss sein. Oh. Hier noch irgendwas? Hallo? Ne. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Oder? Das ist ein kleiner Gang. Ja. Hm. Bereit? Das wird die Hölle. Und wie ich bereit bin. Bin ich bereit. Schnell aus diesen Korridoren raus. Wie recht du hast. Oh Gott, hoffentlich ist sie. Die anderen suchen. Wo zum Teufel sind sie? Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe, ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. Ist keine gute Idee, hier lang zu reiern. Überhaupt nicht. Gut, die Tür ist auf jeden Fall schon mal zu. Wie konnten wir nur so sehr die Kontrolle... Schwere Rüstung. Wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Auf dein Zeichen. Drücke nach oben, wenn das Symbol angezeigt wird, um Roderick zu bitten, einen Gegner leise auszuschalten. Roderick, okay, dann mach mal. Dran. Das ist für meinen Vater. Wow. Machst du das oft? Nein. Aber langsam macht mir das Spaß. Weiß. Er hat offenbar Spaß dran, Wachen niederzuknüppeln. Ja, gut. Muss ich's nicht machen, ne? Finde ich auch okay. Ja, da steht einer. Oder? Ne, sah nur so aus. Gut, das reicht. Ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie vorankommen. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Oh, Kacke, schon wieder so ein Digger. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Na dann. Machst du das oft? Nee, nur 3 bis 6 Mal am Tag. Ja, genau. Soll ihn ablenken, ja? Ah, wir können ja da hinten einen Stein draufschmeißen. Dieses Geräusch. Was war das? Erledige ihn. Du wirst bezahlen. Was? Ja, gut. Arbeit. Ich habe mich wohl etwas gehen lassen. Nee, du bist gegangen und nicht gehen lassen. Ich hoffe, du hast keinen gehen lassen. Das wäre unangenehm. Bisschen zumindest. Er sieht ihn kommen. Zieh ihm eine Hose an. Ja. Lukas, er sieht manchmal schlecht. Vielleicht können die hier helfen. Vielleicht. Achso, kann ich nicht mitnehmen. Ich bin gerade schon gewundert. So, nimm doch auf, Mann! Na gut.
Oh oh. Ich hasse es, hier rumzustehen und zwei nichts zu tun. Jeder übernimmt einen Ordner. Ich nehme den mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des richtigen Moments. Auf dein Zeichen. Auf mein Zeichen? Den richtigen Moment. Ja, muss ich mal kurz warten, ob die irgendwie was machen, ne? Ich würde sagen, das sind Hobbywarter. Also die warten, denen ihr Hobby ist zu warten. Die Wache. Du bist erledigt. Ja. Perfekt. Gut gemacht. Der steht nicht wieder auf. Glaub Nein. mir. Der hat sich schlafen gelegt. Soldat müde, Soldat schlafen. Wo gehört sich das? Und da liegt da. Gucken die an. Noch irgendwas? Ich bräuchte mal noch so ein bisschen Knallbumpeng-Zeug hier. Was ist denn das, wenn man es mal braucht? Ja. Das könnte ich gerade echt gut gebrauchen. Das sind eben richtige Wärter. Ja. Oh, bitte sag, dass sie nach draußen führt. Können diese Stufen nach hin? Draußen. Nach oben. Frische Luft. Ich rieche. Feuer. Warten. Feuer ist nicht gut. Ich schätze mal, die haben die Stadt Scheiße. Angefackelt. Oder? Meine Güte. Feuer. Haben wir... Das Feuer breitet sich aus. Ist der Großinquisitor noch da drin? Woher soll ich das wissen? Ja. Gehen Sie nach. Nein, gib nein. Gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist, ist gut. Da drin. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ach, Kacke. Der Schild. Warte mal. Ran, Rodrik. Warte. Bei der Befragung in der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Du willst du jetzt nicht... Versuch es wert. Ach so. Extinguis. Was ist es denn? Da. Da machen wir mal Feuer aus, ne? Also, das Feuer zielen. Lamme aus. Sozusagen. Feuer. Es hat funktioniert. Das ändert alles. Vor allem für sie. Hätten wir zu dieser Zeit schon Gummi gefunden oder erfunden oder herausgefunden, wie es funktioniert, hätte man einfach einen Wasserballon machen können. Nein, wir machen... Wie heißt das Zeug? Extinguis? Extinguis. Extinguisher von Löscher wahrscheinlich, ne? Meine ich. Ja. Wahrscheinlich der lateinische Begriff für Feuerlöscher. Oh, das brauche ich. Ja. Ich sollte das vielleicht wieder anzünden. Nur mal so. Womit zünde ich das nochmal an? Hiermit. Oh. Ja, nee, Extinguis ist wahrscheinlich der lateinische Begriff davon. Das meine ich eigentlich. Lateinisch oder Italienisch. Was weiß ich. Keine Ahnung, irgendwie sowas. So, die Rattentiere da hinten werde ich nicht los, um da ranzukommen, ne? Schade. Die ganzen Bücher werden verbrennen. Es ist nicht deine Schuld. Denk an dein Buch. Ja, wir müssen hier raus. Ich muss zu Hugo. Ich glaube, die Kinder haben das Feuer gelegt, damit sie rausschleichen können. Ja. Ich dir die Finger kriege. Ja, lieber nicht. Du hast ziemlich große Finger. Da habe ich keine Böcke drauf. Altausländisch? Ja, ist genau. Es ist altausländisch. Das ist sehr gut. Das passt. Nur so eine Frage. Welche Flamme muss ich jetzt löschen? Am besten nicht die direkt vor mir. Hm? Vielleicht die in seiner Hand? Das wäre doch mal eine Idee. Hallo. Das hat man nun davon. Und noch einer? Da vorne steht noch einer. Okay. Ihr habt hier einen lustigen Mitternachtssnack gefunden. Aufs Feuer zu gehen. Das ist der einzige Weg. Scheiße! Du brennst! Du brennst! Hm? Verdammt! Nein! Nein! Ah, ja. Alles in Ordnung? Ist noch irgendwer da drin? Ja. Ich dachte, ich schaffe es.
Das ist die Hölle da drin. Wo bleibt nur unsere Verstärkung? Was zum Teufel treiben die bloß? Zwei Wachen. Wir müssen einen von ihnen aus dem Weg schaffen. Ja. Ich mach mal Lärm. Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. Also bitte. Aufgepasst, da ist jemand. Komm schon. Oh, wieso kommen die nicht? Weil ich eine Sekunde zu schnell wieder war, ne? Das ist immer so, wenn man so ein bisschen voreilig ist. Ja, na gut. Scheiße, du brennst! Verdammt! Nein! Alles in Ordnung? Ist noch irgendwer glaube ich, hier so. Ja, ich dachte, ich schaffe es. Lass mich doch auf diese blöde... Wo bleibt nur unsere Verstärkung? Was zum Teufel treiben die bloß? Ich will zwei nicht auf Wachen das Ding schießen. Wir müssen einen von ihnen aus dem Weg schaffen. So, ich muss ja erstmal hier umwechseln. Okay. Was war das für ein Geräusch? Das weiß ich leider nicht. Komm, lauf. Der hat auch die Ruhe weg, ne? Ich hätte ihn den jetzt auch ausschalten lassen können, wie ich es richtig gesehen habe. Na gut, dann Ratten halt, ne? So, hier gibt's noch was zum Mitnehmen. In dem Falle kein Giveaway, sondern ein Takeaway. Wär's denn, wenn du den Typen da mal vorsichtig hintenrum eine klatscht? Okay, gut. Dann halt so. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Nein, ich auch. Warum gehen wir jetzt hier wieder rein, wo es brennt? Müssen wir wirklich da rein? Oh, ist das warm hier. Ja, tief Luft holen. Gehen wir. Ah, es ist jetzt schon so heiß. Das ist die Hölle. Ja. Kann man sich wenigstens schon mal drauf vorbereiten, wie es in der Hölle ist. Was sollen wir tun? Mir nach. Und pass auf dein Buch auf. Hier. Kümmere dich nicht um sie. Nein. Oh Gott. Habe ich auch keine Böcke drauf. Hilfe. Oh, Hilfe. Nein, brauchst du nicht. Komm schon. Na dann lass mich doch da drüber hüpfen. Das ist eine ganz schön heiße Nummer hier. Dahinter brennt es. Bleib zurück. Okay. Was tust du da? Öffne. Rodrik, geht's dir gut? Ja. Okay. Wir sind fast da. Wow. Nach links. Ah. Huck. Außer. Schöne Uni. Die schöne Uni. Kapitel 11. Am Leben. Ja, wie gesagt, das ist wie bei jedem dieser, ja nicht Survival-Spiele, aber dieser, was ist denn, Adventures, sowas wie Tomb Raider, sowas wie Uncharted, der Held macht immer alles kaputt. Und jetzt in diesem Fall auch wieder. Also was Lara Croft schon für Tempel kaputt gemacht hat, die weiß ich nicht, wie viele tausend Jahre überdauert haben, und dann kommt sie einmal und pssst. Dasselbe mit Nathan Drake. Das ist eine Begabung, auf jeden Fall. Also, keine Ahnung, warum das ausgerechnet Spielehelden so an sich haben. Da, sie ist zurück! Ja.
Amicia! Ihr wart erfolgreich. Hier. Sicher. Aber Vorsicht, riecht etwas angesenkt. Wer ist das? Rodrik. Aber psst. Oh, das Sanguinis Itinera. Was steht in dem Buch? Unverständlicher Kauderwelsch. Das. Sag ich doch. Geschichte eines kleinen Jungen, dem es bald viel besser geht. Genau, ich bin am Verhungern. Wer noch? Ich! Kommt, essen wir. Das haben wir uns verdient. Ja. Heiligen du Mann. Auch. Komme. Drei Wochen später. Oh, er hatte schon mal hier einen Ofen angemacht und hat mal ein bisschen was zusammengeschmiedet. Dezember 1348. War schon ein bisschen her. So ein bisschen. Ja, den mitnehmen hier in den Sack. Nein, nein, nein! Verflucht! Das ist gar nicht gut. Hey, ist alles in Ordnung? Es ist nichts. Aber diese Tür, hast du die schon mal geöffnet? Sie klemmt. Nein. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Nun, Hugo schläft. Also wenn du Böcke hast, kannst du die gerne, ja, auf deine Art und Weise öffnen. Also ich meine, du kannst sie einmal anschreien, du kannst aber auch einfach nur versuchen, aufzumachen. Keine Ahnung. Was gibt's hier? Wie? In unserem eigenen Schloss ist diese Tür verschlossen. Geil. Läuft bei uns, würde ich sagen, ne? So, kann ich hier was bauen mittlerweile? Herstellung. Nee, Aufwertung. Ah, jetzt kann ich das endlich bauen hier. Werkzeug. Ignifer-Munition lenkt Gegner in der Nähe ab. Mit besseren Werkzeugen kann Amicia wirksameres Ignifer herstellen. Dank der verbesserten Mixtur ist es durchschlagskräftiger und knistert stark beim Brennen. Es knistert stark, knistert, knistert, knistert. Das so, sollte einmal gebastelt. Sache erleichtern. Sehr schön. Ja, was ist denn das jetzt? Das ist zwar keine Wache der Inquisition, aber zum Üben wird es reichen. Oh, stirb, du Sack! So, reicht. Was gibt's wir hier? Wir sehen alles und niemand sieht uns. Die Welt hat dieses Chateau vergessen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Nicht so ganz. Das ist so meine Vermutung. Ja, lass uns nachsehen. Wenigstens weiß ich, wie das geht. Okay. Na also. Das war wirkungsvoll. Und hat kaum wehgetan. Komm, wir gehen. Warte. Ich dachte jetzt. Spürst du das auch? Nein. Nein. Was? Dieser Ort wurde seit langem nicht mehr betreten. Hier liegt etwas in der Luft. Ja, Staub. Nein, es sind die Steine. Der jetzt Furzt. Würde man ein Gespräch unterbrechen. Ah. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Okay. Das ist eine Holztür von einer Bude, die 1000 Jahre vor sich hin fault. Ja, natürlich. Ich meine, da musst du einfach nur mal so machen, ne? Und schon ist die Tür offen. Rein theoretisch. Das sieht gefährlich aus. Das sollten wir fürs Erste lassen. Noch so. Eine Tür. Wollen wir weitergehen? Gefährlich sieht das gar nicht aus, oder? Das geht. Ich meine, man könnte ja drunter durch, ne? So. Hier ist dasselbe wieder, ne? Er muss aber bestimmt dreimal dagegen rennen, damit die Tür offen ist. Na klar. Schauen wir mal, wo sie uns hinführt. Gut, ich habe mich verzählt. Oh, zweimal. Der Innenhof. Eine Abkürzung. Oh. Sehr gut. Kann ich hier wieder was bauen? Ich habe da eigentlich was gebaut, ne? Nö, wir brauchen nichts bauen. Oh, gut. Hey, das hätte ich beinahe vergessen. Was denn? Das habe ich vorhin beim Aufräumen gefunden. Was? Sieh dir das an. Noch wo denn? Eine Geschichte über Steine? Du hast gar nicht so unrecht. Wie, hat eine er hat eine Geschichte über Steine gefunden. Really? Was hast du denn? Nun erzähl mal. Du Steintyp. Ein Fresko. Es kommt mir seltsam bekannt vor. Das sind die gleichen Zeichen wie auf den Säulen. Das Chateau will uns doch etwas mitteilen. Und was teilt es dir mit? Ich verstehe zwar nicht alles,
aber ich denke, dass wir hier bleiben können. Amicia, komm schnell! Es geht um Hugo! Oh nein, ich komme! Brauchst du mich? Ich rufe dich. Komm schon! Schnell. Ja, doch. Was treibt denn ihn wieder mal um sich? Ist er, weiß ich nicht, hat er Flatulenzen oder was? Ich bin hier, Lukas. Komm ja schon. Schnell, Hugo, bitte. Oh, nur Stress mit dem Kerl, ne? Nur Stress. Es wird immer schlimmer. Die Makula breitet sich zu schnell aus. Ich weiß, Amicia. Ich tue mein Bestes. Ich befolge schon die Anweisungen des Buches. Aber es wird zu lange dauern. Ich brauche ein richtiges Labor. Wie das von Laurentius? Nein, nein. Ich brauche bessere Ausrüstung. Vielleicht meine Mutter in unserem Haus. Vielleicht hat sie dort die nötigen Dinge. Du hast recht. Wir sollten es versuchen. Lukas! Da liegt er nun. Ich glaube, die Zwillinge sind zurück. Melly! Du hast ihn gefunden! Mehr tot als lebendig. Aber ja. Amicia, wir sind gekommen, weil... Ja. Arthur, sag du es ihr. Nach unserem kleinen Abenteuer mit euren ketzerverbrennenden Freunden landete ich in einer Zelle der Inquisition. Eines Tages sah ich die Wachen eine Gefangene begleiten, die sehr schlecht aussah. Diese Bastarde wollten wissen, wo ihr Sohn war. Also drohten sie ihr. Und ich hörte ihren Namen. Beatrice Derun. Mutter lebt? Sie lebt! Und du hast okay. Arthur befreien können. Das war ich hab's nicht mir irgendwie gedacht. Glaub mir. Du könntest... Was? Vergiss es. Ich bin ein Niemand. Aber sie ist zu wichtig für den Großinquisitor. Er... befragt sie. Ständig. Sie... foltern sie? Hugo darf davon nichts erfahren. Nicht einmal, dass sie lebt? Es könnte ihm helfen. Nein, und nein. Und was sagen wir, wenn er sie sehen möchte? Ihr sagt ihm oh, nichts. Oh, scheiße, er hat's gehört. Oh nein! Was denn jetzt schon wieder? Hugo! Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los! Heim zu mir! Jetzt! Ihr geht! Wir bleiben bei ihm! Alles wird gut, kleiner Bruder. Versprochen! Dieses Mal heilen wir dich. Gut, ich hole das Sanguinis Itinera und ein paar Tränke. Und dann gehen wir. Okay. Kapitel 12. Alles, was bleibt. Das war ein kurzes Kapitel jetzt. Das war ja nur einmal quer über den Hof rennen. Wieso weiß ich, dass wenn sie wiederkommt, er weg sein wird? Tja, ich weiß es nicht. Du weißt wahrscheinlich genauso viel, wie dass der Stift dann weg ist, wie dass mir von vornherein klar war, dass die Mutter nicht tot ist. Das war mir, wie gesagt, von vornherein klar gewesen. So, hey, Schwert, Tür, Runks, oh, ah, Vielleicht wurde er auch zu einer Ratte, ich weiß es ja nicht. Das kommt vertraut, bekannt. Wir sind da. Vor. Amicia, ist alles in Ordnung? Ja. Aha. Es ist nur seltsam, zurück zu sein. Gehen wir. Bisschen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zurückkommen würde. Und zumindest nicht so bald. Wir finden die Tränke und verschwinden. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Das wäre mir recht. Da kann ich nicht lang gehen. Da bleibt sie stehen. Ja, es hätte ja sein können, weil ich gucke ja immer noch nach den Blümchen. Du bist es ja. Es gibt ja dieses Bestiarium. Wir können dort nicht rüber. Nee, Herbarium. Diese Brücke war mindestens 100 Jahre alt. Alles sieht vollkommen zerstört aus. Das ist das Ende der alten Welt. Wenn das wahr ist, wie kannst du da nur so ruhig bleiben? Alkohol. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hat er aber auch irgendwie Baldrian gefuttert oder irgendwie sowas. Kann ja auch sein. Weiß man ja nicht. Sieh mal, die Standarte der Inquisition. Sind sie immer noch hier? Wir müssen vorsichtig sein. Was denn sonst? Warum sollten sie nicht hier sein? Ich meine... Sie haben uns alles genommen, was wir hatten. Sie haben uns unser Haus
unsere Familie, unser einfach alles zerstört. Warum sollten sie dann gehen? Nicht runterfallen, bloß nicht runterfallen. Ja, würdest du mal bitte beiseite? Danke. Ich stelle mich mal eben mit dem Weg, warum auch nicht, ne? Ich muss ja nur hier was rüber. Was zum Teufel ist das? Pass auf, Lukas! Was zum... Was ist mit ihnen los? Das ist das Schubsetanz. Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht. Verschwinden wir. Sie beachten uns immer noch nicht. Ist das... wie heißt das hier beim... Wenn man auf dem Konzert oder so ist, wie heißt das doch gleich? Echt eine Art Paarungsritual. Einige Tiere haben merkwürdige Rituale. Circle of Death, oder wie das heißt? Es gibt einen Unterschied zwischen merkwürdig und schauerlich, Lukas. Aber wieso denn nicht? Immerhin sind es Tiere. Moshpit, also meine ich doch. Habe da so meine Zweifel. Lukas, darüber denken wir später nach. Los, es muss einen Grund geben. Ich glaube, das hieß so, ne? Circle of Death. Ich bin mir gerade nicht sicher. Klingt irgendwie verkehrt. Das war es nicht Wall of Death? Und Circle Pit, ne? Irgendwie so. Bin mir gerade nicht sicher. Ich guck gerade mal noch hier lang. Ne, hier bin ich richtig. Dann guck ich mal in die andere Richtung. Vielleicht gibt's hier irgendwo wieder... Nein. Da lang. Ich wollte hier nochmal nachgucken. Ne, hier geht's aber nicht lang. Das ist eine unsichtbare Alpha-Wand. Ich dachte jetzt gerade, hier wäre noch irgendwie was zum Mitnehmen, aber nein. Aber nein. Gut, gut. Ah! Sieht aus, als wollten sie uns nicht vorbeilassen. Es sind so viele. Als ich mit Hugo weggelaufen bin, hat etwas die Wachen angegriffen. Ich glaube, dass wir an diesem Tag dank der Ratten entkommen konnten. Ich verstehe. Das ist also einer der Orte, an denen sie zuerst auftauchten. Aber das erklärt ihr Verhalten nicht. Wir haben halt auch Bock, irgendwie im Kreis zu rennen. Das sind halt... Vielleicht sind es Death-Mettler. Kann natürlich sein, weiß ich nicht. Deswegen rennen sie im Kreis. Kann ja alles sein. Weiß ja nicht, was die hier für Böcke haben. Sie sind hier nicht willkommen. Das werden sie spüren. Ja. Wenn wir diese Kette doch einmal zerstören. Das ist Mech-Dettler. Nee, Death-Mettler. Mein Zuhause. Muss rum. So, die haben wir erfolgreich verscheucht. Ja, ich bin wieder zu Hause. Mehr Ratten. Der Landsitz liegt genau vor uns. Ah, mehr Ratten. Ist das jetzt irgendwie die Steigerungsform von mehr Schweinen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, ne? Könnte man meinen. Ich mache ja mal Feuerchen. Wie ging das doch gleich? Damit Ignifer. Geht mal fort. Ja, gut. Ein wenig verhaltensgestört, das Tierchen. Hat man halt so, ne? Wenn man eine Ratte ist. Man vielleicht so ein bisschen... Okay, da gehe ich nicht lang. Hier können wir wieder was drehen. Da, eine Tür. Ah. Zzzzt. Verschlossen. Auf der anderen Seite ist eine Kette. Na toll. Eine Moment, Kette. Die Laterne. Mit ihr müssen sie ihre Truppen durchgeschleust haben. Gute Idee. Ich habe freie Sicht. Du kannst nach unten. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, Moment. Ich muss hier erstmal Zeug einsammeln. Ich bin doch da so. Uah. Mag es doch Zeug einzusammeln. Was ist denn hier eigentlich Phase? Nicht eine Leiche oder sowas? Oder ein totes Pferd, glaube ich, war es, ne? Hier irgendwo lang? Hier sind die Viecher eingesperrt. Ne, gut, da möchte ich gerade nicht rein. Das ist ein bisschen sehr... ja, unangenehm, würde ich meinen. Nicht nur ein Stein. Ich soll jetzt da lang gehen, oder was? Hättest du das nicht machen können, du Typ? Na gut. Ich bin hier. Und los, vorwärts. Ja. Na dann, wandeln wir mal im Scheinwerferlicht. Oh, fuck. Oh, fuck. Alter. Ein Ferdinand. Boah. Funktioniert gut. Bin soweit. Vergiss mich nicht. Shit. Oh. Das ist so unangenehm hier. Ah, hier. Kann ich wieder kaputt machen. Nee, falsch. Da.
Au. Da ist nämlich mal Brett vom Kopf. Komm mal mit, Digga. Lukas, wir sind nicht allein. Oh. Wo weißt du das jetzt? Warum weißt du das jetzt, dass wir nicht allein sind? Du bist nicht allein. Ich schätze mal, wenn ich jetzt hier durchgegangen bin, muss ich da oben die Lampe kaputt machen. Hilf mir! Irgendjemand! Piraten! Wo ist er denn? Hä? Wo ist er? Ist er da oben? Ist er das? Nö, das ist kein Typ. Hä? Wo war er denn jetzt? Zeig dich doch nochmal! Ich sehe ihn gerade nicht. Ist nur ein totes Pferd? Hä? Ich sehe ihn. Ist er da hinten irgendwo? Ich glaube, ich muss da hinten das Ding anmachen, ne? Bin mir aber nicht sicher. Okay. Genau, muss man anzünden, ne? Hä? Ah, hier, er! Och, ich hab ihn gar nicht gesehen. Hey, du da! Wie viele von euch sind hier? Es tut so weh. Ich will nicht sterben. Nicht so. Nicht so? Das beantwortet nicht die Frage. Ihr habt meine Familie abgeschlachtet. Du verdienst es zu leiden. Bitte, hab Gnade. Wage es nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aus ihm kriege ich nichts Nützliches heraus. Ja, dann sollten wir ihn hier liegen lassen. Ja. Nun. Komm ich jetzt hier durch? Gibt hier irgendwas, womit wir rein theoretisch irgendwie. Nein? Guck mich immer erstmal so ein bisschen um, ob es irgendwas in der Umgebung gibt, was wir eventuell nutzen könnten, aber wie es aussieht, müssen wir. Oha, was basteln. Ja, toll. Und geht mal da alle hin. Gut, das hat funktioniert. Wer zum Teufel seid ihr? Die Tochter von Robert und Beatrice de Run. Aha. Nein. Bitte. Gnade. Halt den Mund. Ich überlasse dich deinem Schicksal. Vielleicht. Wo ist er denn? Ach, er hier. Den habe ich auch wieder nicht gesehen. Ich schätze mal, da drin ist noch irgendwas. Ich will nur mal da rein. Nur mal kurz da rein. Ich wusste es. Oh, Kacke. Au, 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 au. Oh, oh. Gut, da war noch irgendwas. Ich, wie gesagt. Ja, gut. Jetzt brennen die Kerzen hier. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Ich habe nur die Kerzen nicht gesehen. So, was bist denn du für einer? Hallo. Wollen wir mit dir nochmal reden? Nein? Gut, dann nicht. Dann lässt es halt bleiben. Typ. Irgendwas zum Ankokeln? Man könnte ja irgendwie eine Fackel oder sowas, aber das ist irgendwie gerade nicht gewollt. Das ist alle weg. Geh ich mal hier runter. Das sieht aus wie irgendwelche Belagerungszelte. Oh, das Auge. So. Okay. Nix. Nix. Hier ist nix. Nö, bauen können wir auch nichts. Wir haben nicht genügend Zeug und ich habe auch, glaube ich, gar kein Werkzeug gefunden, ne? Meine ich. Talakos. Naja. Sollte ich? Nee, ich sollte nicht, ne? Ich bin nicht so gemein. So, alle mal kurz dahin. Du hättest sie töten können. Sie sind bereits tot und. Richtig. Ich habe genug Blut an meinen Händen. Genau. Oh mein Gott, ist das real? Oh. Mein Zuhause.
Ist das da drüben ein Toter? Nein, bitte nicht. Amicia, wir müssen nicht weiter. Wir finden einen anderen Weg. Nein, ich muss ihn sehen. Was ist denn hier passiert? Kommt das von den Ratten? Waren die das? Haben die hier ordentlich... Okay, er liegt in einem Kreis. Der Kreis ist heiß. Wer ist das? Stimmt, ihr Vater, oder? Geh davon aus. Ist er dein Vater? Oh, fuck. Nein. Jetzt fallt er über ihn her, oder was? Wow. What the... Oh nein, was zum Teufel ist das? Lukas! Ich weiß es nicht. Treib sie zurück, das Ignifer. Schon gut, schon gut. Warte, Ignifer. Noch mehr. Lukas, was sollen wir tun? Wir sitzen in der Falle. Schieß weiter. Das ist wirklich ein Moshpit. Ich kann nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Oh. Ach, ich hab nichts mehr. Wow. Ist das. Das war knapp. Ist es vorbei? Nee. Ich denke schon. Du hast uns das Leben gerettet. Ja. Das feiern wir später. Wir müssen zum Zimmer. Es ist das Fenster da oben. Du solltest die Fackel nehmen. Ja, natürlich. Ausgerechnet das Fenster da oben. Keine Sorge, ich gehe voraus. Oh, shit. Das kann man da reinhängen. Und dann? Gibt's hier irgendwas zum Holen? Ist hier irgendwas in der... Geh mal beiseite, Digga. Nö. Nehmen Sie damit. Oh, fuck. Oh, fuck. Vater, Sie haben seinen Körper genommen, haben ihn mir genommen. Ich hätte ihn begraben sollen. Ich hätte... Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Amicia. Bitte lasst ihn in Frieden ruhen. Eine gute Idee. Mein Begraben ist er jetzt wahrscheinlich auch. Nur nicht so, wie sie das gerne hätte oder wie wir uns das jetzt wünschen würden. Mal hier noch so ein bisschen Zeug mit. Würden Sie bitte alle beiseite gehen? Ich habe keine Backe auf Sie. Oh, Kacke hier, ey. Oh Mann. So, kann ich das hier irgendwie fackeltechnisch? Nein. Amicia, diese Leiche ohne Rüstung. Er war einer unserer Bediensteten, aber sein Körper... Ja, die Wachen wurden bei lebendigem Leib verschlungen, doch er... Warum? Ja, eben. Dafür muss es einen Grund geben. Wenn ich nur wüsste... Das große Erwachen. Seine Nachbeben schwingen weiterhin durch die Zeit. Vielleicht, weiß ich nicht, wenn es irgendeiner von unseren Bediensteten war, vielleicht hat er sich selber konserviert, indem er sehr viel getrunken hat oder so. Ich weiß es ja nicht. So von innen heraus und haben die Ratten vielleicht keinen Bock drauf. Ist nur so eine Idee. Weiß keine sehr glorreiche Idee, aber wer weiß. Da schon wieder so ein Moshpit-Dingens gesehen? Nee, einfach nur Ratten. Unzählige Ratten. In dem Fall ist es dann kein Moshpit, sondern Red Pit. Also nicht Brad, sondern Red Pit. Haha, oh Gott. Hätte er mir nicht mehr schon mal eher einfallen können? Meine Güte. Na gut, dann... Gehen wir mal hier. Oh, ich will hier nicht durch. Boah, ist das ekelhaft. Sie auch? Ja, sie gehen ihn aus dem Weg. Was zur Hölle geht hier vor? Man weiß es nicht. Wie wär's, wenn wir hier die Kerzen und so anzünden? Nee? Gut, dann lassen wir das. Oh, Kacke. Warum gehen wir nur unbedingt hier rein? Wir sind da. Es ist auf oben. Oh, nö. Och nö. Ja, verschwindet mal bitte.
Wäre sehr liebensgewürzig von euch. So. Da sind sie wohl nicht hochgekommen. Okay. Überall ist dieses Zeug hier, ne? Das sieht aus wie Rattenkacke. Pass auf, sie kommen alle hier zusammen. Ja. Warum nur? Ah, hier. Hallo? Wieso kann ich hier nicht... Wieso kann ich das nicht anzünden? Sie gehen zu seinem Zimmer. Die Tränke für Hugo müssen da drin sein. Okay. Was haben die denn da? Lukas, diese Gefäße? Das sind nur Infuse. Die sind nicht stark genug. Es muss noch andere geben. Fusel. Infuse. Okay. Tja. Wie wär's mit einer Fackel? Das ist es? Ja, das ist Hugos Zimmer. Gehen wir. Oh, hier ist sogar noch Licht. Wie gut. Hier war wohl erst jemand gewesen. Kürzlich. Da sind noch mehr Gefäße. Alles, als wäre nichts geschehen. Nein, das ist es nicht. Das auch nicht. Nein, das ist nichts. Warum ist sein Zimmer unberührt? Nein, das ist nicht, was wir brauchen. Kein Glück? Nein, das sind nur gewöhnliche Tränke. Deine Mutter muss doch an einem komplexeren Elixier gearbeitet haben. Es muss einen anderen Ort geben. Einen anderen Raum. Nein, nicht, dass ich wüsste. Ein Opus Magnum macht man nicht einfach so. Sie muss irgendwo ein Labor haben. Ich weiß nicht. Wo soll das sein? Laurentius. Er hat sein Labor vor neugierigen Blicken verborgen. Deine Mutter muss also auch... Sie hat nichts erwähnt. Ich habe sie kaum gesehen. Jetzt habe ich's. Gibt es nicht einen Ort, den du nicht betreten durftest? Ich weiß nicht. Ein Ort, den sie geschützt hat? Die alten römischen Ruinen. Da durfte ich nicht hin. Die römischen Ruinen. Ja, definitiv die Idee eines Alchemisten. Wo finden wir sie? Im Garten. Gehen wir. Im Garten. Im Garten sollen wir nicht warten. Oder so ähnlich. Hier ist noch eine Kiste. Guck ich doch gerade mal rein. Und da ist alles Zeug drin, was wir nicht gebrauchen können. Wollen wir noch was craften? Oh ja, Werkzeug. Beschleunigt die Munitionsherstellung. Okay, machen wir mal. Das sollte mir die Sache erleichtern. Ja, Wolligen. Kann ich das jetzt wieder mitnehmen? Wie sieht's aus? Da wenigstens etwas. Kann ja immer mal die Taschen voll machen, ne? Warum nicht? Das ist echt eine gute Frage. Warum haben die Ratten hier das alles verschont? Oh Gott, dann sind so viele. Sind sie weg? Nein, nee. Sie formieren sich neu. Du meinst... Was? Hier können wir nicht bleiben. Guten Tag. Oh, nö. Nach rechts, los! Ja, ich komme. Da sind noch mehr. Das Zimmer, du kümmerst dich um die Ratten. Wir müssen mal die Dinger hier zusammenbauen. Ich glaube, davon können wir noch mal ein paar gebrauchen. Ich sehe es ja unfassbar. Oh, hier ist noch mehr Zeug. Juppie. Eine Kiste? Nein? Holz? Nein? Okay, dann lass uns mal nach hier unten gehen. Was ist denn hier passiert? Oh Mann. Das war knapp. Bewegung. Bisschen. Sie könnten zurückkommen. Ich sterbe vor Angst, Amicia. Ich bin ja hier. Aber wir müssen weiter. Wir haben jetzt keinen. Hier sind wir jetzt. Das war der Raum, wo wir zuletzt die Mutter gesehen hatten, beziehungsweise getroffen haben, nachdem wir durchs Haus geschlichen sind. Das hier diese Küche. Okay, und hier sind wir dann rausgegangen und dann durch die Gärten. Herr im Himmel, es ist schlimmer als ich dachte. Alles abgestorben. Wo sind die Bäder? Dort drüben, am anderen Ende. Wir müssen da durch. Aber... Ich weiß. Wir schaffen das. Oh, Kacke. Hier liegt eine tote Leiche. Wache. Beinchen nehmen wir mit. Hier das Gelöt nehmen wir mit. Knallbumpeng-Zeug. Oh, Werkzeug. Blume.
Ja, mach uns mal Blümchen ins Haar. Ja. Fingerkraut, glaube ich. Hugo würde nicht wollen, dass wir sie hier lassen. Nee. Dann nehmen wir sie lieber mit. Ah, diese Musik. Schrecklich, ne? Gibt's hier irgendwo Stöckchen? Uah. Nee, na da. Na dann los, mach dich bereit zu rennen. Bereit. Komm schon, los! So, aber. Halt, da lag noch was. Komm schon! Schieß nicht an mich! Danke für die Hilfe! Mhm. Ja. Keine Ursache. Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Kopf. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Schon gut, schon gut. Aber halt deine Munition bereit. Der ganze Aufwand darf nicht für die Katz sein. Nee. Komm, Lukas, vorwärts. Die Würfel sind gefallen. C'est la vie. Verdammt. Er ist richtig schwer. Jammer nicht, schieb. Los, streng dich an. Anstrengend? Ich habe mein ganzes Leben in einem Keller verbracht. Ja, toll. Der Boden bebt. Willst du es auch? Ja, ja, sie kommen. Halte sie auf Abstand. Na bitte, wenn du meine Schleuder willst. Nein, danke. Schon, sie formieren sich neu. Ich mach das. Auf damit. Das ist nicht in Ordnung. Komm, ist eine Kappe, oder? Ja. Ich will hier nicht sterben. Ja, ich auch nicht. Ich will nicht einen Karren schieben. Quatsch nicht, du mach. Du wirst nicht sterben, Lukas. Niemand stirbt, bevor wir diese Bäder erreicht haben. Als wäre es Schicksal. Seit wir uns kämpfen, wird unser Leben um Chaos. Stimmt. Aber ich habe die Schleuder, also beruhige dich und schieb weiter. Genau das mache ich doch. Wo denn? Da. Sie kommen zurück, schnell. Genug jetzt, ihr haltet uns nicht auf. Niemals. Wie geht es hier? Meine Beine tun weh. Wir sind nah dran. Oh, jammer nicht. Ich tue, was ich kann. Die Bäder! Wir sind fast da, Lukas! Amicia! Ich habe das und ich denke, dass... Das... Was, Lukas? All diese Angriffe... Jetzt ist nicht die Zeit dafür! Wir sind bestimmt auf der richtigen... Auf der richtigen Spur, ja! Aber wir müssen bis zum Ende durchhalten! Shit! Ja, schieß doch! Was war das denn jetzt für eine Kacke? Och. So knapp vom Ziel. Nur weil ich da irgendwie daneben geballert habe. Was soll das? Ich hoffe nicht wieder von Anfang an. Bitte nicht von Anfang an. Bitte nicht von Anfang an. Ja. Keine Ursache. Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Oh was. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden. Ihn schieben. Ja, hab ich doch schon. Nein. Ich entzünde es und du schiebst. Was? Oh, ganz allein? Ziel, du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Komm, Lukas, vorwärts. Die Würfel sind gefallen. Ja, c'est la vie. Los. Verdammt. Er ist richtig schwer. Na, los, streng dich an. Anstrengend? Ich habe mein ganzes Leben... in einem Keller verbracht. Der Boden bebt. Willst du es
sie kommen. Halte sie um. Ah! Na bitte, wenn du meine Schleuder willst. Nein, danke. Schon formiert sich neu. Ich mach das. Da. Noch eine. Das ist unangenehm, ne? Das ist wirklich unangenehm. Weg damit. Ich will hier nicht sterben. Während ich einen Karren schiebe. Du wirst nicht sterben, Lukas. Niemand stirbt, bevor wir diese Bäder erreicht haben. Als wäre es Schicksal. Seit wir uns kämpfen, wird unser Leben um Chaos. Stimmt. Aber ich habe die Schleuder, also beruhige dich und schieb weiter. Genau das mache ich doch. Genau, ich habe die Schleuder. Und dann wird die Verantwortung. Niemals. Wie geht es dir? Meine Beine tun weh. Wir sind nah dran. Weiter so. Ich tue, was ich kann. Es liegt da drüben. Die Bäder. Wir sind fast da, Lukas. Amicia, ich habe nachgedacht und ich denke, dass... Was, Lukas? All diese Angriffe... Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Wir sind bestimmt auf der richtigen Spur, ja. Aber wir müssen bis zum Ende durchhalten. Komm schon. Geschafft. Ne? Wegen einem Lukas, so einem wir haben's geschafft. Dämlichen Teil. Ich. Danke. Danke, Lukas. Siehst du? Du bist ziemlich hart im Nehmen. Ja, aber... Ich glaube, ich werde nie wieder laufen können. Na los, ich weiß nicht, was meine Mutter da unten versteckt hat, aber das lässt du dir doch nicht entgehen, oder? Auf keinen Fall. Los, gehen wir. Okay. Oh. Lukas, hier habe ich meine Mutter sterben sehen. Aber Arthur meinte, dass sie noch am Leben ist, oder? Ja, das ist der arme Lambert. Er muss den Hieb abgefangen haben. Sie lebt noch, aber... Wo? Aber sie... Ich weiß. Aber denk an deinen Bruder. Wir müssen weiter. Der arme Lambert. So. Ja, naja. Okay. Ich eine Fackel mitnehmen oder irgendwie sowas? Nein. Okay. Diese Stufen, es fühlt sich an wie früher. Das ist gut. Echt? Denn wir sind auf deine Erinnerung von damals angewiesen. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Das mag sein.